Ja, hallo, hier ist der Matthias und heute habe ich ein ganz besonderes Schmankerl. Das ist der Samsung N510 mit Nvidia Ion Grafik. Also endlich ein Netbook mit vernünftig Grafikpower. Jetzt sieht man es hier direkt. Den packe ich jetzt mal aus. Der hat einen Intel Atom N270 CPU, 11,6 Zoll Bildschirm, hochauflösend steht da drauf. Was wahrscheinlich bedeutet 1366 mal 768 Punkte. Dazu hat der Samsung N510 Bluetooth 2.1, so geht's nicht. Natürlich WLAN, BEG, also noch nicht die ganz neue Variante WLAN Draft N. Wie gesagt, Bluetooth 2.1. Dieser hier wird schwarz sein. 1 GB Arbeitsspeicher und 160 GB Festplatte sind ja bei Netbooks sowieso Usus. Das Besondere hier halt, wie gesagt, die gute Grafik, die Nvidia-Grafik, die zum ersten Mal in Netbooks ja, einiges mehr möglich machen soll, wie zum Beispiel HD-Video-Wiedergabe und Gaming. Bis zu einem gewissen Maß. Man kennt die Ion-Technik schon vom Acer Aspire Revo. Das war ein Net Top, aber ein etwas anderes Gerät, halt ohne Bildschirm, den man sich so auf den Shop bestellen kann. So, hier das Zubehör, die Zubehörkiste, das Netbook selbst. Das wird natürlich im Hintergrund für Werbezwecke stehen. Dann holen wir den erstmal raus. Hier ist er ja direkt. Samsung N510, 11,6 Zoll Netbook mit Nvidia Ion Grafik in Schwarz. Sieht schon ziemlich gut aus, erinnert aber auch direkt an das NC10 vom Äußeren. Bisschen edler, bisschen ovaler gestaltet das Ganze. Wenn wir schon dabei sind, auf der rechten Seite ganz hinten der Kensington-Anschluss, Kensington-Lock-Anschluss, also um es vor Dieben zu sichern. Hier wohl der Netzanschluss, da zweimal USB und vorne Kopfhörereingang und Mikrofon. Kopfhörerausgang und Mikrofoneingang. Oder umgekehrt, wer weiß. So, hier haben wir auf der linken Seite den LAN-Anschluss. Der soll 100 Mbit schnell sein. Ein VGA-Ausgang. Hier wohl ein HDMI-Ausgang. Und nochmal USB vorne. Samsung scheint sich hier, oh, hier ist auch nochmal der Kartenleser. Wie erwartet hat auch das Gerät einen Kartenleser. Gut. Nicht mit Quickspring, wie man es von Samsung gewohnt ist. Vorne sind offensichtlich schon mal weniger LEDs. Die sind dann hier. Und mal schauen, wie nervig die dann sind. Das kennt man ja schon von anderen Modellen. Auch sehr schön, dass das Display matt ist und nicht mehr glänzt, nicht mehr spiegelt. Das heißt, hängt natürlich davon ab, wie hell es ist, ob man es gut benutzen kann im Freien. Aber im Prinzip für viele Leute sicher mit ein Kaufargument. Also eine schöne Sache. Tastatur natürlich für ein 11,5 Zoll Netbook entsprechend groß. Ich denke, dass es nicht viel kleiner ist als bei einem normalen Notebook, wo halt einfach viel mehr Rand gelassen wird. Hier vielleicht nochmal ganz nett von Samsung immer die Bezeichnung, was man daran anschließen kann. Und auf der linken Seite steht auch, wie ich vermutete, HDMI. Und wie gesagt, meistens geizt Samsung nicht mit LEDs. Hier vorne sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück immerhin. Und dann steht auch nochmal ganz schön drauf, Nvidia Ion. Okay, soweit das Gerät im Unboxing. Gucken wir nochmal ganz kurz, was in der Kiste ist. Eine Tasche, die, naja, ein bisschen schlechter ist als die von Asus, die Taschen. Hier gibt es nochmal Cyberlink-Software dabei, Systemsoftware für den Samsung. Auch ganz nett auf DVD. Beziehungsweise CD, wie es manche Kunden halt gerne mögen. Dazu gibt es noch einiges an Papier, wobei
Installationsguide dazugehört. Naja. Garantieinformationen, Sicherheitsinformationen und naja, wie man das System wiederherstellt. Recover your system. Bla bla. Das in der ersten Abteilung. In der zweiten Abteilung das Netzkabel. Wie so häufig bei Samsung. Dreiadrig, dick, dicker Stecker. So ist es. Das entsprechende Netzteil gibt es natürlich dazu. Auch wie immer etwas größer. Aber sicher halt auch stabil. Hat 19 Volt, 2,1 Ampere im Output. Für die Leute, die es interessiert. Und das Wichtigste ist sicher der Akku. Der scheinbar derselbe ist wie auch im NC10. Was keine dumme Sache ist von Samsung, dass sie die Sachen im Prinzip ein bisschen kompatibel gestalten. So, dann stecken wir nochmal den Akku rein und gucken uns das Ganze nochmal an. Der kommt sicher, nee, die Füße sind da. Wie ihr wisst, arbeite ich mit dem S101 und von daher muss man immer gucken bei den einzelnen Modellen, wie es gemacht wird. So, hier ist eine große Klappe drunter, das ist schon mal ganz nett. Da kann man offensichtlich das Keyboard auch lösen. Da soll drunter sein die Festplatte und der Arbeitsspeicher. Will man mehr austauschen, muss man sicher das Gerät auch auseinandernehmen bzw. die Tastatur rausholen. Hier nochmal kurz geguckt, auch offensichtlich vorbereitet für UMTS-Modem, aber auch noch nicht eingebaut. Macht auch nichts, habe ich ja mit einem UMTS-Stick. So, ja, sieht schick aus, ist auch, wie gesagt, mit mattem Bildschirm, aber mit glänzender Oberfläche. Und ich werde das jetzt mal hochfahren und den Windows-Erststart durchführen und dann mal kurz zeigen, was so ist mit dem Gerät.